14 deutsche Parteien sind im neuen Europäischen Parlament vertreten. Und von diesen 14 ist gut die Hälfte so klein, dass sie nur einen Abgeordneten hat. So wie Arne Gericke von der Familienpartei. Früher leitete der Mann ein Seniorenzentrum. Jetzt will er im EU-Parlament mitregieren. Wenn man sich an die Spielregeln hält, ist das auch gar kein Problem. Wenn man allerdings wie Herr Gericke gleich nach der Ankunft ein heißes Eisen anfasst, gibt schon mal Ärger vom Aufsichtspersonal. Mein erster Schultag bei der EU. Steffen Vogel hat den Neuling in Brüssel begleitet. Oh, das ist jetzt schon so viel Papier. Beginn der ersten Arbeitswoche als Parlamentarier für Arne Gericke. Bisher war Gericke nur stellvertretender Parteivorsitzender. Jetzt hat er den ersten und einzigen Sitz für die Familienpartei im EU-Parlament ergattern können. Sohn Jakob koordiniert die Termine und ist gleichzeitig Pressesprecher. Das ist eine tolle Hilfe. Er wird mir fehlen im Europäischen Parlament. Also familiäre Zusammenarbeit ist natürlich nicht ganz so erwünscht, aber wir werden Wege finden. Bisher verdiente Gericke seinen Unterhalt als Trauerredner und Seelsorger. Der 50-Jährige, verheiratet, 7 Kinder, wurde vor 2 Jahren vom Bundesfamilienministerium zum Spitzenvater gekürt. Doch Familie ist erstmal passé. Feste Telefonzeiten, das merke ich jetzt schon, sind gar nicht möglich, weil der Terminplan im Europäischen Parlament doch sehr wechselhaft ist. Aber ich denke schon, dass ich mir da ganz bewusst wieder Zeit nehmen werde, so wie in der ersten Verliebtheit. Da war ja auch immer Zeit, da haben wir noch Briefe geschrieben damals. Und ich denke, da wird es auch ähnliche Möglichkeiten geben, den Kontakt nicht zu verlieren. Zuerst kommt der Einzug in das wichtigste Parlament auf dem Kontinent. Dank der Abschaffung der 3%-Hürde und 200.000 Wählerstimmen will Gericke jetzt was bewegen. Es sind nur noch Schlipsträger hier. Mal schauen. Einfach, weil es alles neu ist. Ich bin schon mal durchs Parlament gegangen, aber da waren viele, viele Türen verschlossen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass sich ganz, ganz viele Türen öffnen. Eine davon soll die der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten, kurz ECR, sein. Bei den Euroskeptikern macht schon Englands Premier David Cameron mit. Und auch Professor Lucke von der AfD will dabei sein. Sie sind auch schon dabei? Was heißt dabei? In der ECR? Nein, wir werden den Antrag stellen, ja. Und die entscheiden dann nächste Woche Mittwoch. Okay, super. Cameron und die AfD in einer Fraktion? Merkel soll nicht begeistert sein. Dann bekommt Gericke eine Führung durchs Haus. Wir gehen jetzt zum Postfläche, ja? Wo gerade auch Ihre Name zu finden ist. Aha. Eine von diesen 96 deutschen, wow, Mitglieder des Europäischen Parlaments hier, ja, in Deutschland. Na, das ist alles noch ganz weiß. Ja, ist ganz weiß. Schön. Ja, ja. Aber das ist ja auch eine Riesenwand hier. Ja, 751 Postfläche. Wow. Und 96 davon sind für die Deutsche. Na gut. Ja. Und die Namen sind in alphabetischer Reihenfolge? Alphabetische Reihenfolge. Ja, okay, da gibt es noch keine Hierarchie, da geht es alles nach Alphabet. Ja, genau, okay, genau. Ja, schön. Auch eine Piratin hat es geschafft. Hallo. Hi. Moin. Ja. Ganz kurz. Gut. Auch angekommen? Ja. Gemeinsamkeiten kann man doch ruhig sagen. Je einen Abgeordneten, also wir gehören jetzt eigentlich zu den kleinen neuen Parteien und bringen beide Farbe ins Parlament. Sicherlich, ich denke, wir haben uns auch mehr gewünscht, aber ja, ich denke... Naja, also die Europäische Piratenpartei ist halt schon seit 2009 im Parlament vertreten und also wir haben eben auch eine europäische Partei und sind in 15 Ländern, ja, angetreten, ja, und so. Also ich weiß nicht, klar, ich glaube, die kleineren Parteien, also so, reden alle miteinander und so, aber ich glaube, wir sind schon irgendwie unterschiedliche politische Lager. Ohne Fraktion hat man keine Chance. Wie auch immer, für Gericke wird es nur zum Hinterbänkler reichen. Wir gehen jetzt ins Plenarsaal. Das ist noch ein bisschen eine Baustelle, weil vor einem Jahr in tragende Struktur des Saales Risse gefunden waren. Wow. Aber ich glaube, es ist weniger oder mehr fertig und ab nächster Woche wird die Saal wieder für die Mitglieder zum Gebrauchen sein. Zeitgleich verhandelt Merkel über Junckers Zukunft. Ich möchte mal sitzen hier einfach, mal gucken, wie sich das anfühlt. Und dann habe ich im Grunde die ganze Zeit diese Kopfhörer auf. Aber vielleicht, wenn man auf Deutsch oder Englisch redet. Oder das, ja, das ist natürlich klar. Ja, ja. Aha.
Doch nicht nur der Plenarsaal ist neu für den ehemaligen Landespolitiker aus Mecklenburg-Vorpommern. Im Atrium hängt Kunst am Bau. Es geht um den europäischen Zusammenhalt, der ab und an aus den Fugen gerät. Ein Kunstwerk, das so etwas wie die europäische Schicksalsgemeinschaft symbolisiert. Das ist alles mit alles verbunden, und wenn man ein kleinster Teil davon anzieht, dann geht das Ganze vibrieren. Für 10 Minuten ist das in Bewegung. Das heißt, wenn sich im europäischen Kontext irgendwo etwas verändert, verändert sich damit auch das Ganze. Kann er mal irgendwo dran ziehen? Ja, ja, natürlich. Ja, irgendwas natürlich, bewegen? Natürlich, ja. Immer auch sehr populär, wenn, wenn Sie vielleicht eine Besuchersgruppe haben. Na, da muss aber noch mehr geben, oder? Ah ja. Das geht dann auch nach oben. Ja. Das ist alles das Gleiche? Ja. Wow, ich dachte schon, das wären die Arbeiter jetzt. Nein, nein. Oh, jetzt. Hier laufen Menschen herum. Das würde die aufspießen. Dann wärt ihr dafür verantwortlich, sehr geehrte Herren. Bitte. Don't say any names. Sie sind am Ende verantwortlich. Bitte passen Sie auf. Das hängt hier seit Jahren. Das wird da auch noch bleiben. Multimedial wird Gericke dann die Parlamentsarbeit vorgeführt. Sollte er irgendwann an Europa verzweifeln, hat er ja noch seinen Rednerjob. Und hoffentlich seine Familie.